Dies ist die 3D-Viewmaster-Geschichte Woody Woodpecker Show. Woody Woodpecker in Pony Express Reiter. Überall lauert Gefahr, als Woody Woodpecker den Pony Express ritt. Buzz Buzzard versteckte sich auf einer Wüstenklippe und ließ einen großen Fels auf den herannahenden Specht-Postboten herunter. Wie von einem Holzhammer getroffen, prallte er auf dem Wüstenboden auf. Aber ein Specht weiß, wie man gewinnt. Tack, 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 tack. Woody pickte ein Loch in den Holzbalken einer Brücke und Buzz stürzte in den Fluss hinunter. Viewmaster Bildscheibe 1. Bild 1. Mein nächstes Opfer wird Woody Woodpecker, sagt Buzz Buzzard. Bild 2. Hehe, grinst Buzz. So wiegt er in Schlaf. Bild 3. Ha, ich muss Luftpost anrechnen, ruft Woody. Bild 4. Bang! Bild 5. Dieser Schnabel bedeutet Riesenkrach für Buzz. Bild 6. Die Brücke fiel auf Buzz und machte ihn K.O. Bild 7. Klack die Klack. Der gute alte Woodpecker reitet wieder. Andy Panda in Biberbauer. Als Andy Panda eine Sommerhütte baute, entdeckte er, dass Holz fehlt. Diese Biber haben beschlossen, mit meinem Holz einen Damm zu bauen, kreischte Andy. Die eifrigen Biber brachten Andys Holz zurück, aber sie übten Rache. An Bäumen nagend bauten die Biber einen Damm. Und jetzt fließt ein Bach mitten durch Andys Hütte. Viewmaster Bildscheibe 2. Bild 1. Das wird meine Fischhütte, sagte Andy Panda. Bild 2. Warum den Damm mit unseren Zähnen bauen, sagt Billy Bieber. Bild 3. Wer hat meine Bretter genommen? Fragt Andy erschrocken. Bild 4. Dieses Holz gehört mir. Holt euch euer eigenes Holz, schellt Andy. Bild 5. Lass ihn, ich habe eine Idee, sagt Billy Bieber. Bild 6. Die Biber schlagen einen Baum über den Bach. Bild 7. Biberbauer sind nicht zu schlagen, heult Andy. Chili Willy in fliegender Pinguin. Sidney Sigual flog anmutig durch die Luft, während Chili Willy auf dem eisigen Boden zitterte. Ich werde der Möwe zeigen, dass ich auch fliegen kann. Ich werde mir ein paar Flügel machen. Und Chili tat genau das. Aber seine Eisflügel begannen zu schmelzen und der arme Chili fiel auf einen Eisberg herunter. Sidney lachte so heftig, dass er in den Eisberg flog und ebenfalls fiel. Fliegen ist wie die Vögel. Vorsichtige Vögel, sagte Chili. Viewmaster Bildscheibe 3. Bild 1. Könnte ich nur fliegen wie Sidney Möwe, dachte Chili. Bild 2. Rutschen ist so lustig, sagte Chili zu Sidney. Bild 3. Schwimmen ist gesund, sagte die Möwe lachend zu Chili. Bild 4. Chili zittert, während Sidney in der Luft Schleifen zieht.
Kapitel 5. Ich werde es diesem Angeber einer Möwe zeigen. Bild 6. Du dummer Pinguin, deine Flügel schmelzen. Dann bumm. Bild 7. Fliegen ist für Vögel, mein Chili. Für Vorsichtige. Wir wollen täglich neue Videos einstellen und wenn ihr keines davon mehr verpassen wollt, abonniert kostenlos unseren Kanal. Und drückt die kleine Glocke. Außerdem freuen wir uns über einen Daumen nach oben.